Guten Morgen. So, wir dürfen heute ja nicht vergessen, pünktlich um 12 Uhr oben am Spielplatz zu sein. Aber erstmal machen wir Königin der Soßen. Ja, eine Glücksmahlzeit einer alten Legende nach können Geister des Glücks und Schicksals diesem Gericht nicht widerstehen. Nachdem du es gegessen hast, wirst du vermutlich einen gut gesinnten Geist mit deinem Bauch anziehen, wo er dich bis zur vollständigen Verdauung mit Glück beschert. Klingt merkwürdig, was? Ich glaube auch nicht unbedingt daran, aber das Gericht ist trotzdem lecker. Eine Glücksmahlzeit macht. Ah, okay. Gut, wir haben Post. Unsere verlorenen Gegenstände. Vielen Dank. Achso, warte, die kann ich ja eigentlich damit reinschmeißen. Und die hier packen wir weg. Oh, gut. Was ich eigentlich auch noch schnell machen wollte, wäre... Warte mal, wir haben ja irgendwo... Oh, ich müsste Silo nachfüllen. Aber dass das schon wieder leer ist, gibt es ja fast gar nicht, oder? Ach so, Müll wollte ich noch reingeben. Hier. Müll. Nee. So nämlich. So, gehen wir ganz flott. Mal reinschauen, haben die heute? Oh ja. Das heißt, um spätestens 11 Uhr möchte ich von hier weggehen, dass sich das ja ausgeht auch, ne? Das ist zu jung. So, nehmen wir mal mit. Die geben heute ja wieder was. So, das Heu. Ah, das geht so gar nicht. Doch. Ach so. Ich komme hier komplett durcheinander immer. Ey, lauf nicht weg, Kuh. Sag mal. Ist zu jung. So, lass mich rein. Ich will die Eier rausholen. So, gut. Das heißt dann noch schnell rüber zu den Enten. Und dann gleich schauen, ob man... Wir haben bestimmt welche übersehen. Hier. Was? Nix. Nee. Nee.
Bah. Lasst mich raus. So. Die Milch und... Hier noch. So, warte. Da fülle ich noch schnell auf. Und wir gehen hoch. Dass sich das ja ausgeht auch. Dass alle stehen und liegen. Und ich weiß nicht, wie es am besten ist, dass ich da jetzt rüberlaufe. Warte, ich muss jetzt noch schnell selber nachlesen. Über den Spielplatz, das ist der hier, ne? Ich hoffe, das klappt so. Ein Plüschtier im Junimo, was? Oh mein Gott, wie süß. Kann ich den einfach hier so platzieren? Oh ja, hi. Ich lasse den hier so stehen. Okay, das heißt, die Notiz ist auch abgeschlossen. Ja. Wunderbar, das heißt, Häkchen dahinter. Dann kann ich jetzt zu Hause beruhigt weitermachen. So, gut. Sonst ist eh nix. Die Samen haben wir hier rein, das passt. Dann haben wir es so. Das ist noch beim Spinnen. Alles klar. So, wunderbar. Nachdem morgen eh schon wieder vorbei ist mit der Saison, würde ich tatsächlich noch Holz farmen. Weil es kommt ja sowieso wieder was nach. Das heißt, es kommt alles weg. Wachsen wir jetzt gar nicht lang herum. Wie cool sieht der Baum eigentlich aus? Dann haben wir wenigstens keine Holzprobleme mehr, ne? Das ist schon was Tolles. So, der Lieb. Da war anscheinend, glaube ich, noch Holz oder so. Ich weiß es nicht. Alle wird morgen eh wieder jede Menge auf unseren Hof wohnen. Und ja. Dann können wir ruhig alles wegpacken eigentlich.
Es wäre auch noch cool, wenn ich das ganze Holz, das ganze Holz, sage ich schon, Dings alles wegpacken könnte noch, das Gras. Aber ich weiß nicht, ob irgendwo Dings gebraucht wird, das weiß ich nicht. Sind sie alle schon automatisiert hier? Kriegt da halt nichts raus. Das ist das Problem. Vielleicht. Nee, bei den Hühnern ist ja auch schon ein großer Hof. Naja, naja. So, das kann auch alles weg. So. Den Kleinen wollte ich eigentlich nicht weghauen, aber... Ups. Okay. Also, gefühlt werden wir nie ein Problem haben mit Holz. Da ist so viel da. Noch bei den Ziegen schon, aber ich glaube, bei den Ziegen ist... Die haben auch alle Fressen. Noch hier, gell? Ich kann nichts rausnehmen. Dadurch, dass nichts gebraucht wird... Ach, verdammt. Schade. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir das noch irgendwie ausnutzen. So, da habe ich noch 3 Eier. Die können wir noch verarbeiten. Und dann haben wir das noch. Oh. Habe ich noch Milch? Nee, habe ich nichts mehr. Aber egal, wir nehmen mit. Gut. Kann alles verkauft werden. Und wir haben schon wieder 800 Holz. Ja. Das ist keine schlechte Zahl. So, die 5 kommen hier rein. Müll habe ich auch nichts mehr. Das heißt, das nehmen wir einfach mit. Ja gut, das da noch. Und dann war es das. Sehe ich eigentlich noch, wie lange das die dauern? Nee, ich sehe das leider nicht. Schade. So, die Bohnen haben wir hier rein, weil aus denen können wir dann Kaffee machen. Genau, mit 5. Bohnen in ein Fass, kriegen wir Kaffee raus. Alles klar. Ah, es ist doof mit den Iridium-Dings. Ich weiß nicht, wo ich den sonst herkriegen soll. Melone und Kürbis habe ich nichts.
Melone habe ich drei, Kürbis habe ich drei. Kürbis ist im Herbst und der ist jetzt im Sommer. Fischen könnte man mal wieder ein bisschen zwischendurch gehen. Das stimmt wohl. Ein bisschen Zeit hätten wir. Wo ist denn meine Angelrute? Da. Dann haben wir hier den Köder. Was würde ich brauchen für Hartholz und Schleim? Hartholz und Schleim. Ich mache gleich zwei, weil es egal ist. Könnte man das da reinschmeißen. Und dann die. So. Bisschen Zeit haben wir noch. Nutzen wir es noch kurz. Vielleicht kriegen wir ja noch den einen oder anderen Fisch, den wir brauchen. Ich weiß es ja auch nicht. Mal ein bisschen im Fluss fischen oder so. Schwarzbarsch, aber ich glaube, die sagen, die sind schon alle drinnen. Oh. Ah, die brauche ich nicht reinbringen. Eine Prasse, Prasse haben wir auch schon drinnen. Ich müsste mal wissen, wo und wann ich die ganzen Fische krieg. Schwarzbarsch. Oh, der war ein bisschen drüber. Ja, ist eh der Letzte. Mehr geht sich eh nicht aus. Ah. Müll. Okay. Mani, magst du sowas? Oh, sie sagt einfach nur danke dir. Okay. Brot. Brot haben wir gekriegt. So, passt. Ja, nee. Das passt schon. Das Einzige, den könnte man noch da drüben schnell reinhauen. Das ist noch am Spinnen. Okay. Gut, nee, dann belassen wir es. Dann sehen wir uns. Morgen zum Sommerstart wieder. Ich sag Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.